Das alles bringt den Schmilblick nicht voran, sagte ein französischer Kollege einmal zu mir und meinte damit, das bringt die Sache auch nicht weiter. Schmilblick. Ob das vielleicht aus dem Deutschen kommt? Wenn man weiß, dass sich die französische Sprache hin und wieder Wörter aus dem Deutschen ausleiht, wie zum Beispiel Kitsch, Ersatz oder Leitmotiv, dann ist das nicht abwegig. Doch seltsam, ich fand das Wort in keinem einzigen deutschen Wörterbuch. In meinem französischen Wörterbuch stand es, mit einer überraschenden Präzisierung. Das Wort Schmilblick ist eine pure Erfindung. Das war so. Der französische Humorist Pierre Dac spielt in den 50er Jahren einen absurden Sketch, in dem er einen Apparat anpreist, der zu allem und zu nichts Nutze ist und den schönen, absichtlich komplizierten Namen Schmilblick trägt. Ce n'est pas été difficile à comprendre. Le Schmilblick, comme vous le savez peut-être, est la grande invention du siècle. Pierre Dac kommt aus einer jüdischen Familie aus dem Elsass, was ihn vielleicht zu der Vorsilbe Schmil inspiriert hat, die entfernt elsässisch oder jiddisch klingt. Das Wort wäre wohl wieder in Vergessenheit geraten, hätte ihm eine Fernsehsendung 1969 nicht eine zweite Karriere beschert. Schmilblick! Die Kandidaten sollen anhand eines stark vergrößerten Fotos einen mysteriösen Gegenstand erraten. Der Gegenstand heißt Schmilblick, die Sendung auch. Allerdings schreibt sie sich mit C am Ende, weiß der Himmel warum. Schmilblick bedeutet also so etwas wie Ding oder Dingsbums. Der Schmilblick wird jeden Abend aus einer anderen Stadt gesendet. Moderator Guy Lux spricht vom Pariser Studio aus per Live-Schaltung mit den Kandidaten in der Provinz, die nacheinander vors Mikro treten, um ihre Frage zu stellen. Bonsoir Guy Lux. Bonsoir Monsieur. Est-ce que le Schmilblick sera repassé? J'aimerais savoir si le Schmilblick peut être utilisé par une femme. Alle versuchen so, den Gegenstand näher zu bestimmen. Beantwortet der Moderator die Frage mit Ja, erhöht sich der Jackpot um 100 Francs und der Kandidat darf sagen, an welchen Gegenstand er denkt. Tja, und manchmal stellt ein Kandidat eine Frage, die ihm zwar nicht den Sieg sichert, aber zumindest die Definition des Schmilblicks voranbringt, was den nachfolgenden Kandidaten zugutekommt. Mit dieser selbstlosen Geste wollen die Kandidaten, wie sie sagen, faire avancer le Schmilblick, den Schmilblick voranbringen. Tja, und das ist der Ursprung des idiomatischen Ausdrucks. Dass jeder Zweite das Wort Schmilblick kaum aussprechen kann, trägt übrigens sehr zum Charme dieser Sendung bei. Y a-t-il pas de Schmilblick? Est-ce que le Schmilblick après? Est-ce que le Schmilblick? Est-ce que le Schmilblick? Die Sendung wird nach einem Jahr leider wieder abgesetzt und auch das Wort wäre sicher wieder in der Versenkung verschwunden, hätte ihm der Humorist Coluche nicht ein paar Jahre später ein Denkmal gesetzt. In seiner Parodie der Sendung gelingt es ihm, die französische Gesellschaft der 70er Jahre aufs Treffendste zu porträtieren. Coluche spielt in seinem inzwischen legendär gewordenen Sketch alle Kandidaten selbst. Den Opa, der das Wort Schmilblick nicht aussprechen kann. Den Araber, der von der Polizei verscheucht wird. Den Schwarzen, der fragt, ob der Schmilblick etwas gegen Ausländer hat. Und den Hippie, der fragt, ob man den Schmilblick schieben kann. Heute ist der Schmilblick aus dem Sprachschatz der Franzosen nicht mehr wegzudenken. Er schreibt sich inzwischen übrigens wieder mit CK. Weiß der Himmel warum.